ich stehe vor dem Ding und denke mir, wuh, ja. Moment mal, das ist ja gar keine Bruchbude. Hauptsächlich für Sportwagen. Das heißt, mein T3 hat da gar nicht reingepasst. Ich direkt zum Motor, der hat komplett gequalmt, weil der Motor war hinten im Kofferraum. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Wir werden heute über die Entstehung des Eisbusses sprechen, nämlich wie es zu dem Geschenk für meinen Vater zum 50. Geburtstag kam. Mir haben so viele Menschen geschrieben, nachdem wir meinem Vater die Pritsche geschenkt haben, macht ein YouTube-Video über den Eisbus. Und dann haben Brasco und ich uns zusammengetan und meinten, ey, okay, dann werden wir euch heute aus dem Cockpit der Kelly Family, aus dem Bus, also quasi aus diesem Doppeldecker-Engländer-London-Bus, quasi die Geschichte erzählen, wie es dazu kam. Erzählen euch jetzt erstmal die Geschichte von Anfang bis zum Ende, bis zu dem Punkt hin, wo mein Vater dann das Geschenk überreicht bekommen hatte. Und im nächsten Schritt zeigen wir euch dann, was man alles mit dem Eisbus machen kann, wie der aussieht im Detail. Brask und ich haben uns vor ungefähr, wann war das? 1,5 Jahren? 2 Jahren? Vor 1,5 Jahren ging es, ja, noch länger. Noch 2 Jahren, glaube ich, knapp oder? 2 Jahre, ja. Bist du zu mir gekommen, ja. Und kamst mit deiner Idee irgendwie, du wolltest für deinen Papa ein schönes Geschenk, wolltest du irgendwas Besonderes, und dann hattest du eine Idee irgendwie, du wolltest einfach ein Auto, besonderes Auto, das erinnere ich mich noch, das genau. Stand bei mir im Büro. Dann haben wir kurz überlegt, was für ein Auto das sein könnte. Ich glaube, wir waren schnell einig, dass das ein T3 sein sollte. Weil meine Familie selber, bevor sie diese Busse hatte, wo sie drin sie gereist sind, hatten sie nämlich einen T1. Und daher kam dieses Feeling, diese T-Reihen-Serie, dass meine Familie damit auch sowas Emotionales verbindet. Deswegen hatten wir gesagt, ey, es muss ein T3 werden, weil mein Vater hat noch keinen T3 und die Serie muss jetzt mal ausgebaut werden. Hattest du, glaube ich, die Idee, sollte ein Synchro sein. Ja. Synchro sind so eine T3-Reihe, das ist unter den T3s, das ist die Allrad-Version. Die sind so ein bisschen hochgebockt, würde ich mal sagen, für den Normalo. Jetzt einfach mal so verallgemeinert. Mhm. Die ist quasi sehr speziell und auch teurer als die normale T-Reihen-Serie. Vor allem mega beliebt und auch mega selten. Also wenn man so ein Synchro jetzt sucht, in gutem Zustand, muss man überhaupt erstmal fündig werden. Ja. Das heißt, man findet, wenn dann so echt Schrott, so im Stil von die Pritsche, wie sie vorher war. Ja. So, und dann habe ich gesagt, Luke, alles klar, Synchro kriegen wir irgendwie hin. Und dann habe ich mich irgendwie schon auf die Suche gemacht. Und hab dann festgestellt, boah, Deutschland, Synchro. Ist nix. Unfassbar schwer. Also der Markt, selbst in Deutschland, wo wir 80 Millionen Menschen sind, wo ja der VW herkommt, war schon schwierig. Das, was hätte passen können. Natürlich ist es auch, ne, du gehst jetzt nicht hin und kaufst irgendwie so einen Synchro für 50.000 Euro. In meiner Suchrecherche schon angefangen, über Deutschland hinaus zu suchen. Ich hatte einen gefunden, der war in Finnland, ich hatte Kontakt mit dem, hab schon Flüge gesucht, war mit dem per WhatsApp in Kontakt, der hat mir Fotos geschickt und so ein Kram. So. Ich hatte aber noch einen interessanteren gefunden, der war in Budapest, hatte mir die Vorgehensweise geschildert und dann hätte ich nach Budapest fliegen müssen, hätte dort, ich glaube, 50 Kilometer mit irgendeinem Bus fahren müssen, dann hätte mich irgendwer abgeholt und auf irgendeinen Bauernhof gebracht. Und dann hatte ich dieses Szenario schon im Kopf. Boah, scheiße, ich weiß nicht, ich spreche die Sprache da nicht, ich weiß auch nicht. Ne? Du hast so ein bisschen Respekt davor gehabt, weil du bist ja in dem Moment, wo du so ein fremdes Land, du wirst von denen abgeholt, du bist jenseits von allem. Genau, du hast eigentlich, also wenn die sagen würden, du kommst auf den Bauernhof und dann steht da einer mit einer Knarre. Ja, und vor allem, und die wissen du hast mindestens das Geld für den Bus dabei. Sprich, 12.000 Euro waren es in dem Fall. Ich meine, selbst wenn die Spielzeugpistolen dabei gehabt hätten, in dem Moment sagst du, ey, nimm das, lass mich vielleicht bringt er mich noch zum Flughafen, netterweise. Währenddessen hatte mir aber Brasco schon so einen Tipp gegeben, ey, guck mal, mach mal kein Synchro. Also er hat immer mal wieder angedeutet, hier, die Synchros sind schon teuer und ich bin ehrlich, ich möchte keine 20.000 Euro ausgeben, um einen Bus zu bekommen, der okay oder in einem guten Zustand ist. Genau. Ich wollte ja etwas kaufen, was ich selber restaurieren kann, wo ich Geld
sparen kann, wo ich selber sagen kann, ey Papa, ich habe da Zeit und Geld investiert für dich als Dankeschön. Dann bin ich weiter auf die Suche gegangen und bin dann über etwas gestolpert und ich dachte, ey, ich habe dann einen Wagen gefunden und ich dachte, wow, das ist jetzt absolut nicht das, was Luke sucht, sich vorstellt. Aber ich habe sofort eine Vision gehabt. Der T3, der sollte auch eine Funktion haben. Und ich dachte, ey, stell dir mal vor, dieser T3, den man dann hinterher richtig schön macht, steht bei euch dann rum und aus dem kann man sich dann halt ein Eis und einen Kaffee und genau, so einen Kram holen. Der Brasco hat mir die Idee dann gesagt. Du warst anfangs dagegen. Ich war komplett dagegen. Nee. Ja, das war jenseits deiner Vorstellung. Genau. Du hattest dich halt schon genau auf einer Sache so richtig fokussiert. Du hattest schon den Ablauf im Kopf. Ich war so richtig eingefahren. Jetzt komme ich um die Ecke und schlag was ganz anderes vor und du sagst, nein, bitte nicht. Und ich so, Luke, es hat Zeit gebraucht, dich davon zu überzeugen. Brasco hat so 5-6 Mal immer wieder gesagt, so überleg doch nochmal. Genau, der wurde ja am Anfang für so 6,5 Verhandlungsbasis reingestellt. So, und dann war ich auch schon so, okay, interessant. Budget ist okay, ne? Budget, voll im Rahmen. T3, Kilometeranzahl war so bei 70.000. Genau, das war auch krass, weit unter 100. Zweite Hand. Da waren wir dann auch schon so, okay, das ist schon sehr selten. Merkwürdig. Und dann habe ich aber erstmal gesagt, nein. So, und dann vergingen wieder so 1-2 Monate. So, und dann kam es zu einem Abend bei uns hier auf dem Hof, wo es eine Veranstaltung gab. Dort hatte einmal Michael Seidel teilgenommen, ist der Geschäftsführer einer Familienfirma in Aschaffenburg. Und wir machen seitdem wir eigentlich auch mit dir was machen, ungefähr denselben Zeitraum haben wir auch was mit Micha gemacht. So, und er hatte nämlich auch den T1 restauriert mit seiner Firma zusammen. Und mit dem sind wir ja, wie gesagt, gereist. Und den hatte ich dann da getroffen. Es war so ein Zufall, weil ich war auch hier auf der Veranstaltung. Und ich war so gerade auf dem Klo, auf dem Stehklo. Und auf einmal kommt er rein und er sagt so, Luke. Und ich so, Micha. Und dann sind wir aber ganz schnell ins Gespräch gekommen. Und dann meinten wir so, okay, ich habe irgendwie den Kopf voll aktuell, Micha. Meinte er so, ja, was ist denn los? Ja, ich suche ein Geschenk für meinen Vater zum 50. Meinte er so, geil, okay. Was hast du dir vorgestellt? Ja, Synchro, bla bla bla. Weil er meinte, ich unterstütze dich dabei, was du machst. Dann fahren wir morgen zusammen zu Brasco. Weil die hatten dann so eine 5-Minuten-Pause. Habe ich gesagt, okay, gut, um 11 Uhr hole ich dich hier ab, weil von uns bis zu Brasco sind nur 5 Minuten zu fahren. Wir kommen da an, ungelogen. Wir haben 2 Minuten gesprochen. Wir kamen da rein. Hi, Handschlag, direkt zum Thema gekommen, direkt gesagt, okay, gut, wir brauchen ein Geschenk. Micha meinte dann auch, ey, Lu, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Dann habe ich gemerkt, okay, gut, für mich war das kein Zufall, sondern ich habe dann gemerkt, okay, es soll so sein. Dann habe ich gesagt, okay, wir kaufen den. Und dann stand da nicht mehr 6.500 Euro, sondern nur noch, was waren das, 4,5. Oder 5,5? Nee, 4,5 plus Verhandlungsbasis. Micha hatte mir dann zugesichert, dass wir den Eisbus bei ihm restaurieren werden. Das heißt, so äußere Sachen machen und auch Unterboden. Das Coole an dem Eiswagen generell war, weißt du, das war jetzt nicht in Finnland und auch nicht in Budapest, das war in Köln-Hürth. Ja. Und Köln-Hürth ist so, hey, Jackpot, hier ist etwas, was in Frage kommt. Auf alle Fälle kam dann Tag, ich so, Luke, ich fahre hin, guck mir das an. Wir müssen es schnell machen. Der hat das jetzt auf 4,5. Dass es noch da ist, ist eigentlich ein Wunder. Ne? Das war wirklich ein Wunder. Ich rufe da an, geht ein Francesco, hieß der Francesco? Francesco geht ran. So, Francesco, wie sieht's aus? Der so ist noch da. Ich so, Gott sei Dank, bitte reservieren. Ich glaube, ich bin nachmittags da hingefahren. Ich stehe vor dem Ding und denke mir, Moment mal, das ist ja gar keine Bruchbude. Genau. So, entgegen dem, was man jetzt erwartet hat. Ne? Brasco macht so Bilder und hat erstmal auch den Unterboden dann gefilmt. Ruft mich dann im Auto an und meinte, das Ding ist richtig gut. Ich habe gesagt, Luke, das ist es. Ja. Die Suche hat ein Ende. Und Brasco meinte dann auch schon so, okay, 4.500 Euro, Luke, ich krieg den Preis noch gedrückt. Und dann war ich schon so, oh mein Gott, danke dir, Brasco. Das Ding ist in einem Zustand, der wirklich, klar, das ist ein Gebrauchding, ne? Aber das ist Baujahr 83. Und Francesco konnte alles ausweisen, weil er hatte das von der Deutschen Post gekauft. Richtig. Und dann kamen wir dort an und dann wurde verhandelt erstmal. Und dann haben wir den für 3,5 mitgenommen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich,
Das ist das Ding. Haben wir das Ding erstmal für eine Woche lang bei Brasco gelagert. Ja. Weil ich hatte dann mit Michael gesprochen und dann hat er gesagt, hier Luke, bring mir das Ding nächste Woche vorbei. Habe ich gesagt, okay, gut, mache ich und bin runtergefahren. Dann kam ich dort an. Ich bin am Tag losgefahren und habe ungefähr 2 Stunden gebraucht. Dann stand dort schon Micha mit einem Freund Carlos. Ich habe Carlos da das allererste Mal kennengelernt. Also er ist Kolumbianer und ist Kameramann. Dann hatten wir einen Plan gemacht, hatten gesagt, okay, gut, wir machen zusammen einen Film für meinen Vater. Quasi, das ist nochmal so ein, nochmal ein Geschenk von uns an ihn, nochmal so ein Art separates Geschenk. Man hat gemerkt, wie viel größer das Team allmählich wurde. Natürlich auch noch seine, von Micha, die Schwester, die Kati und das ganze Team von Seidel. Und dort hatten wir dann gesagt, okay, gut, wir müssen erstmal den Lack machen, den Unterboden. Die Arbeiten gingen dort weiter. Der Bus war ungefähr halbes Jahr war der unten, ja. Halbes, dreiviertel Jahr würde ich jetzt einfach mal so grob schätzen bei Seidel. Ich selber bin dann sogar Anfang 2022 während meiner Marathonvorbereitung bin ich runtergefahren und habe dort dann auch ungefähr eine Woche an dem Bus gearbeitet. In der Zeit ist so viel passiert. Wir hatten einmal so Sichtschutz hatten wir rausgemacht, dann hatten wir so verschiedene Sticker abgerissen, foliert und innerhalb von so einer ganzen Woche war das Ding dann wirklich auf einem Punkt, wo man sagte, ey, das haben wir echt gut angehoben alle zusammen. Kurze Zeit später haben wir, also ich dann gesagt, okay, ich muss den Bus jetzt abholen, weil es hatte sich parallel was Neues entwickelt. Das Team hatte sich nämlich vergrößert. Ich hatte 2021 ein Rennen bei RTL 2 Grip Promicard Masters mitgemacht mit meinem Dad und da hatte ich Backstage ein bisschen Robert Geis kennengelernt und über ihn, es waren nämlich Freunde, Bekannte von ihm da, Prior Design. Das ist eine Firma, die wirklich für Qualität pur in der Autoszene steht. Dort hatte ich dann mit dem Sohn vom Chef mich so ein bisschen angefreundet. Ich dachte zuerst, dass er sich an meine Freundin ranmachen würde, weil es waren nicht so viele Zuschauer erlaubt. Und er hatte die ganze Zeit mit meiner Freundin so gesprochen. Dann habe ich mit ihm auf der Aftershow-Party so ein bisschen gequatscht. Da meinte ich so, ey, lass doch mal Kontakt austauschen. Und meinte er so, ah ja, okay. Hatten wir so ein bisschen gechattet. Und dann hatten wir gesagt, ey, er hatte mir gesagt, wir machen auch äußerliche quasi Veränderungen von Autos. Aber hauptsächlich für Sportwagen. Das heißt, mein T3 hat da gar nicht reingepasst. Und er hat trotzdem gesagt, Tom Belzek an dieser Stelle, wir nehmen uns dem Projekt an. Der Wagen kommt zu uns. Auch noch so, ich sag mal, der Wagen hatte auch wieder so ein halbes, dreiviertel Jahr gestanden insgesamt, bis zum Geburtstag dann von meinem Vater. Quasi wollte ich den Bus von Aschaffenburg nach Moers fahren. Ich wollte sogar an dem Tag, wo ich ihn abgeholt habe, bis nach Moers fahren und dann alles anders, also es ist komplett anders gekommen, als ich ursprünglich erwartet hatte. Denn Luke ist irgendwann in Höhe von Limburg-Montabaur. Genau. Hat der entgegen allen Regeln, hat der einfach mal so, ist der auf die Idee gekommen, die Temperaturanzeige zu missachten. Kam, wie es kommen musste, der Motor ist einfach unterwegs platt gegangen. Komplett. Ich merke so auf einmal, ich fahre so und dann merke ich, warum gibt denn der kein Gas mehr? Also es kam einfach nichts mehr, ich wurde immer langsamer, es ging auch bergauf. Dann war ich so, oh Mann. Fuck. Und dann sah ich schon hinter mir, so im Spiegel, die LKWs kommen. Da war sogar Baustelle. Okay. Und ich sehe so im Blickwinkel 100 Meter weiter so eine Ausfahrt, so quasi so eine Bucht. Und da dachte ich so, oh bitte, schaff es noch bitte zu. Im letzten Moment, ich komme da an, weiß ich noch, bam, der bleibt stehen. Ich direkt zum Motor. Der hat komplett gequalmt, weil der Motor war hinten im Kofferraum. Es war so, man darf ja ein Auto nicht einfach an der Ausfahrt oder an der Autobahn einfach Ach, so... Du hast den einfach da gelassen und bist, weil du Termine hattest. Das Ding ist,
Eine Woche später sind wir nämlich zu Panamericana geflogen und ich wusste, ey, ich habe nur heute Zeit, das Ding irgendwie zu transportieren oder so. Und dann war ich so, okay, gut, fuck, ich muss weiter. Es war auch schon irgendwie so 22 Uhr oder so und ich hatte gar keinen Bock, da noch irgendwie 10 Stunden zu hocken. Bei dieser Bucht gab es so ein riesen Tor. Wenn zu viel Stau ist, dann leiten die Menschen quasi um über Landstraßen, damit quasi, wenn eine Vollsperrung ist, dass sich dort kein Stau für hunderte von Kilometern bildet auf der A3. Mach dieses Ding auf, schieb den Eisbus da durch, schließ das wieder, lass das Ding, weil es war Gott sei Dank auf so einem Hügel. Und ich lasse dann so rollen, versuche noch im selben Moment zu starten, hat natürlich nicht funktioniert. Und dann sehe ich, okay, gut, da hinten ist eine Kirche mit riesigen Parkplätzen, so direkt neben so einer ländlichen Ortschaft. Und ich so dachte, okay, gut, perfekt, dreh ein, park das Ding direkt neben der Kirche, schließ ab. Ich, mein bester Freund und meine Freundin fahren dort dann hin, so 2-3 Tage später mit Abschleppgurt. Und dann habe ich Brasco gesagt, okay, gut, das Ding kommt erstmal vorübergehend bei dir hin. Wir holen das ab, hat dann so ein bisschen gedauert und haben das dann bei Brasco abgestellt. Ja, wir haben den dann komplett auseinandergenommen. Wir haben festgestellt, dass der Schaden zum Glück überschaubar war. Wir haben den dann wieder zum Laufen gekriegt und dann habe ich den zum Prio-Design rübergefahren. Ich hatte mich dann währenddessen auch mit Tom unterhalten auf der Panamericana. Er hat dann gesagt, okay, ich kümmere mich darum. Und dann hat er erstmal erste Designs quasi entwickelt für verschiedene Looks, Colorways, das heißt, welche Farbe soll der Eisbus überhaupt bekommen. Über der neuen Lackierung nochmal eine Folierung, habe mir so ein bisschen was angeschaut und dann habe ich mich für einen Look entschieden. Das Ding hat da ein ganzes Dreivierteljahr lang gestanden, das war wirklich mehr als freundlich. Also wirklich, wenn ihr irgendwas braucht, genauso auch wie Familie Seidel oder du, Brasco, jederzeit bitte, ich stehe in eurer Schuld. Ihr habt mir wirklich bei diesem Geschenk mehr als geholfen. Ich bin euch unendlich dankbar. Und dann hatte Tom die Idee, dass wir, bevor wir meinem Vater den Eisbus schenken, auf der Essen Motor Show Eis verkaufen. Und dazu lasse ich ihn selber mal etwas, ein paar Worte zu sagen. Ja, Luke und ich haben uns dann beim Promi-Kartfahren kennengelernt. Wir hatten vorher noch gar keinen Kontakt, haben uns aber relativ schnell gut verstanden. Relativ schnell war klar, ich werde das Projekt von ihm übernehmen, den Eisbus für seinen Vater umzubauen. Wir haben dann innerhalb von 2 Wochen jegliche Konzepte einmal durchprobiert, haben ihn dann nach seiner Meinung gefragt und gemeinsam dieses Konzept, so wie es heute ist, ausgearbeitet. Ganz ehrlich, ich habe nicht daran geglaubt, dass wir es überhaupt fertig bekommen. Und in so einer kurzen Zeit, erst recht nicht, haben das dann innerhalb von 2 Wochen komplett poliert, umgebaut und nachlackiert, alles drum und dran. Sind damit relativ schnell fertig geworden. Das war wirklich Rekordzeit. Spontan haben wir dann entschieden, dann noch auf die Essen Motor Show damit zu gehen. Wir haben also jegliche Geräte, alles drum und dran noch schnell gekauft und hatten dann unseren Stand da. Und 2 Tage nach der Essen Motor Show haben wir das ganze Fahrzeug wieder abpoliert und wieder neu foliert für den Geburtstag von Joey. Ja, das war auf jeden Fall eine sportliche Leistung und ich bin auch froh, dass wir es so geschafft haben. Klar sind wir auch oft aneinander geraten, Luke und ich, aber am Ende des Tages hat es sich immer wieder gefangen. Wir standen auf der Essen Motor Show und das ging ungefähr 10 Tage lang, so von Wochenende zu Wochenende, also von Freitag bis Sonntag darauf. Gabriel übrigens an der Stelle hatte uns sogar auch für ein Wochenende lang geholfen. Wir hatten da nämlich die ganze Zeit Eis und Waffeln ausgegeben. Und eine Woche später kam es dann zur Geschenkübergabe. Ich habe 1,5, 2 Jahre auf diesen Tag nämlich hingefiebert und ich weiß noch diesen Tag. Seitdem ich dann aufgestanden bin, habe ich den ganzen Tag nur an Papa und Geschenk gedacht. Heute ist es soweit. Und ich hatte die ganze Zeit schon so ein Lächeln. So, ich hatte schon so ein Grinsen, weil ich dachte so, ey, heute, wir werden alle zusammen das Geschenk schlecht hinschenken. Und ich habe die Welt nicht verstanden, dass das Ding, das Geschenk, worauf Luke fast 2 Jahre hinarbeitet, noch in, wie hieß der Ort? In Moers steht. Einer das war so ein Stress. 18 Uhr und mein Vater ist so gegen 19, 20 Uhr, irgendwas so um den Zeitpunkt, ist er dann hier auf den Hof gekommen. Das heißt, hier auf dem Hof hatten sich dann so, 100 Menschen?
mehr. Das 200 mehr. Menschen versammelt, ja, sage ich mal. Brasco und ich waren da aber ja noch nicht anwesend, weil wir waren so voll okay. Ich glaube, ich bin mit deinem gefahren, du bist genau mit dem Eiswagen gekommen. Ich bin mit dem Eiswagen. Weißt du, was meine größte Sorge war? Was? Ich wusste, dass die Scheibenwischer von dem Platz. Genau. Ich so, nein, wie will er in dem Regen ohne Scheibenwischer? Ich so, das kann unmöglich gut gehen. Ich guck so die ganze Zeit so durch so gleich. Der musste echt aus dem Fenster raus. Also erstmal bei uns so in der kleinen Scheune hatten wir dann so quasi gefeiert. Da waren dann, die ganze Bude war voll. So, dann waren da Freunde und Bekannte. Gefühlt war fast jeder von der Familie auch da. Also gab es auch noch eine Liveband, die dann so spontan in Extremo. In Extremo hat dann da, spontan war das auch Freunde von meinem Vater. Dann sind dann alle hoch zur großen Scheune. Alle erstmal rein. Ich hatte währenddessen den Eisbus, weil mein Vater war ja in der kleinen Scheune, so hinten versteckt. Und ich habe schon gesehen, wie mein Vater die ganze Zeit am Weinen war vor Freude. Der war so überwältigt. Also dann haben wir die Scheune geschlossen, weil ich meinte, niemand darf rein oder raus. Niemand darf den Eisbus quasi sehen. Also mein Vater darf ihn nicht zu Augen bekommen. Wenn ich mal kurz erklären darf, diese Scheune, das hat eine Bühne drin und da gibt es so ganz viele Sitzplätze, wie in so einer Art Kapelle. Ne? Und auf der Bühne war das Programm so, dass der Film gezeigt wurde und dann wurden alle Beteiligten, so die mitgewirkt haben, irgendwann hochgerufen, Dankesreden und so. Genau. Man konnte hinter der Bühne gibt so ein Riesentor und dann stand so der Eiswagen dahinter, genau, angeleuchtet. Und man schiebt quasi so dieses Tor so zur Seite, wie so ein Vorhang, den man so quasi wegschiebt. Und dann stand hinter diesem Tor der Eisbus. Und mein Vater natürlich in dem Moment hat einfach nur geweint. Und das war die Geschichte des Eisbus. Langer Weg. Ein krasser Weg, wirklich ein cooler Weg. Und das nächste Video. Puh, es gibt noch ein nächstes Video. Da seht ihr, wie der Eisbus jetzt aussieht, was man mit ihm alles machen kann. Und wir gehen quasi ins Detail rein. Und was haben wir auch schon mit dem Eisbus quasi gemacht und was haben wir in Zukunft vor? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.